Hallo? Ja, danke schön. Herzlichen Dank für die Einführung und herzlichen Dank überhaupt für die Einladung, hier nach Aachen zu kommen zu dürfen und die Gelegenheit, über das Naturkundemuseum und dessen Ort entfalten zu dürfen. Alles klar. Wir sprechen jetzt über ein ganz, ganz anderes Ort. Wir haben es noch nicht heute als Typus sozusagen gesehen. Wir sprechen über ein Gebäude, der unter Denkmalschutz steht und der über 200 Jahre alt ist. Die Vielfalt der Maßnahmen zur Renovierung des Museums für Naturkunde in der Invalidenstraße in Berlin geht nicht nur auf den Reichtum der architektonischen Form dieses Baudenkmals zurück, sondern auf den vielfältigen Gebrauch des Bauwerks. Das Museum ist eines der bedeutendsten naturhistorischen Museen der Welt und das größte seiner Art in Deutschland. Mit seinen Sammlungen von über 30 Millionen Objekten besuchen jährlich zwischen 5.000 und 6.000 Personen das Museum. Neben den Forschungssammlungen gibt es die musealen Ausstellungen, die zugänglich für das Publikum ist. Den Mittelpunkt des Hauses bildet der glasüberdachte Lichthof, in dessen Mitte das rekonstruierte Skelett eines 100 Millionen Jahren alten Brachiosaurus Branchi steht. Das Gebäude ist der zentrale Anlag oder eine zentrale Teil eines monumentalen städtebaulichen Ensemble, das nach den Plänen des Architekten August Ziede zwischen 1875 und 1889 errichtet worden ist. Ziede entwarf einen Tageslichtbau, der über die Anordnung seiner Lichthöfe und große Fenster eine optimale natürliche Beleuchtung der Ausstellungs- und Arbeitsräume im Inneren garantiert. Fortlaufend aber haben sich das Naturkundemuseum und sein wissenschaftlicher Betrieb eigenständig entwickelt und nach einer spezifischen Erneuerung und Ertüchtigung ihrer Räume verlangt. Das ist also das Ort, worüber wir sprechen. Alte, marode Sälen, 10 Jahre her, mit sehr großen Aura und mit einer architektonischen Struktur, Strukturen, die wir natürlich aufnehmen müssen. In jüngster Zeit gewähren Museen den Besuchern auch Einsicht in die Welt der Forschung, die im gleichen Haus gewährleistet wird. In der Invalidenstraße gibt es seit langer Zeit eine solche Spur. Periodische Führungen durch das Gebäude und seine wissenschaftlichen Sammlungen außerhalb der Öffnungszeiten haben das Museum für Interessierte in einem unmittelbaren Zusammenhang mit den gegenwärtigen Forschungen im Hause gesetzt. Die Erfahrung dieser außergewöhnlichen Museumsbesuche haben wir in das Konzept für die Restrukturierung des Museums einbezogen. Das Besondere liegt dabei nicht im Einzelnen, nicht im Angesicht der großartigen Humboldtschen Sammlungen und auch nicht in den spannenden Aspekten zeitgenössischer Forschung, mit denen sich die Forscher im Hause befassen oder gar in einem Dialog zwischen den Forschern und Besuchern. Das Außergewöhnliche liegt für uns in der direkten Beziehung, die das Museum zwischen seiner wissenschaftlichen und geschichtlichen Sammlung und ihrer Aktualisierung als zeitgenössischer Forschungsgegenstand darzustellen vermag. Die Bedingungen für die Forscher und Kuratoren sollen endlich den aktuellen Bedürfnissen entsprechen und die Ausstellung über das Leben, seine Entstehung und Entwicklung so gestaltet werden können, dass sie die Sinne der Besucher anspricht. Im Mittelpunkt des Programms für den neuen Ostflügel steht die Lagerung der zoologischen Nasssammlungen nach Erfordernissen der wissenschaftlichen Forschung. Der Wiederaufbau der kriegszerstörten Ostflügel ist ebenso
eine sammlungsgeschichtliche wie eine architektonische Aufgabe. Das eine erklärt sich in dem Entwurf nur durch das andere. Vielleicht kann ich kurz erklären, wo wir sind. Also der Ostflügel ist derjenige, der jetzt weiß ich nicht. Ja, also wir sprechen über diese Ostflügel. Sie sehen auch im Vergleich zu dem alten Bestandlageplan, dass zusätzlich ein Neubau in 1917 dazugelegt wird. Was ich hier als Ort auch speziell bezeichne, ist natürlich, wenn man mit so einem alten Bau zu tun haben, und zwar über 21 Jahre. Wir sind als Architekten hier tätig seit 1995. Dann ist es klar, dass man auch mit den gleichen Nutzer und sich selbst muss man ja mit der Zeit gehen. Und das werde ich heute nicht zeigen, aber es ist tatsächlich so, dass wir in 1995 hier angefangen haben zu sanieren, zu renovieren, also die Sammlungssäle, wo Publikum ist, umgekehrt, und das ist ja heute, was ich zeige, die Ostflügel, dadurch, dass er neu ist, es ist ein Wiederaufbau, es ist keine Ergänzung, es ist kein Einzel-, das ist kein Solitärgebäude, wir sind innerhalb Bestandsstrukturen unter Denkmal. Es gab da nichts. Dadurch denkt man auch anders in Strukturen, und man denkt, man hat ja auch andere Möglichkeiten, technisch, haustechnisch zum Beispiel. Worauf ich auch gerne hin möchte, ist, dass heute machen wir einen dritten Bauabschnitt und wir sind in diesem Kreuzform hier tätig. Das wird auch bald in diesem Jahr fertig über alle Geschosse. Da sind wir wieder im Bestand rein. Und wie gesagt, über 20 Jahre sind wir tätig, und man spürt auch, wie man neue Sachen ausprobiert. Der Ort bleibt das Gleiche, die Aura, die inhärente Aura bleibt das Gleiche, und man muss da Respekt behalten, aber man muss natürlich auch die neuen Techniken und die neuen Bedürfnisse vom Bauherrschaft schaffen. Zurück an den Ostflügel. In den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs wurde das Naturkundemuseum schwer beschädigt. Am 3. Februar 1945 schlug eine Bombe in den Ostflügel des Hauses ein und zerstörte neben Büros, Bibliothek, Wallhalle und auch wichtige Teile der zoologischen Sammlungen. Der Trakt stürzte komplett zusammen und übrig blieben nur schroffe Reste der Fassade. 60 Jahre lang war der Ostflügel nur als Ruine zu erleben. Und als die Mauer in 89 fiel, wuchsen in die offene Konstruktion Bäume, und manch ein Tier oder Vogel hatte hier sein Nest gemütlich eingerichtet. 2006 wurde die Ruine von Vegetation befreit und die abstürzgefährdeten Decken sorgfältig entfernt. Obwohl die Zeit angesichts der desolaten Bausubstanz drängte, dauerte es bis zum Jahr 1995, als endlich ein Architekturwettbewerb zur grundlegenden Sanierung und Modernisierung des Naturkundemuseums ausgelobt wurde. Erst 2005 konnten wir mit der Planung der Wiederaufbau des fehlenden Flügels anfangen und in 2010 die Türe für das Publikum öffnen. Mit dem neuen Trakt und der Verbindung zwischen den erhaltenen Kopfbauten des Ostflügels wurde die Kontinuität der Ausstellung und den Sammlungen über die gesamten Geschosse wiederhergestellt. Der Sammlungssaal im Erdgeschoss ist in den Ausstellungsrundgang integriert und damit die vorderen und hinteren Ausstellungsbereiche des Museums wieder mit einander verbunden. Es war ja über 60 Jahre lang eine Sackgasse. In diesem Saal sollen die Besucher Einblick in die Systematik der wissenschaftlichen Nachsammlungen erhalten. Die Präparate sind in einer Konservierungsflüssigkeit aus vergalltem 70% Ethanolalkohol eingelegt. Da der Alkohol leicht entzündlich ist, werden die Sammlungen bei einer Temperatur zwischen 15 und 18 Grad gelagert.
Die Luft und die Feuchtigkeit für die Lagerung der äußerst wertvollen Präparate, die über die 200 Jahre alt sind, sind nun ideal konditioniert. Und die Sammlung kann in einer Art organisiert werden, die für die wissenschaftliche Arbeit effiziente Voraussetzungen schafft. Erstmals wird so die Nasssammlung für das Publikum sichtbar und bleibt zugleich für die Wissenschaftler nutzbar. Im Erdgeschoss und in den oberen Geschossen sind große Säle angeordnet, in denen die Nasssammlungen in doppelgeschossigen Regalanlagen auf über 12 Kilometer gelagert sind. In den 5 bis 6 Meter hohen Sälen wurde eine Zwischenebene aus Gitterrosten installiert und eine einfache Bewirtschaftung der Sammlungen gewährleistet. Deren umgebende Hülle dient als ein hochinstalliertes, fensterloses Archiv mit den darüber gelegenen Arbeitsplätzen für die Forschung. In dieser radikalen Konzentration entfaltet der neu aufgebaute Ostflügel erneut die ursprüngliche Wirkung des Museums als eine Struktur, in der Sammlung, Forschung und Museum untrennbar miteinander verknüpft sind. Der Neubau wird über die beiden Kopfbauten erschlossen. Die Höhenlage der Geschossdecken entspricht denen des südlichen Kopfbaus, also auch denen des historischen Ostflügels. Und es ergibt sich so ein niveaugleicher Anschluss an diesen. Anzahl und Höhe der Geschosse des Neubaus entsprechen somit dem Originalbau. Die Spannung zwischen den wissenschaftlichen Bedingungen, die an das Programm des Ostflügels gesetzt werden, und dem städtebaulichen und architektonischen Wunsch, diese Leerstelle in der Gebäudestruktur dieses Baudenkmals wieder zu ergänzen, hat erst die besonderen Formen, die Inszenierung der Rekonstruktion ergeben. Die in Kunststein gegossene historische Fassade, die das Relief der Fenster in der Mauer einschließt, wird die Sehgewohnheiten der Betrachter irritieren. Die Reproduktion in Beton soll für sich stehen und die ganze Fassade wieder vergegenwärtigen. Es gibt ein interessantes Beispiel aus der bildenden Kunst, das Analogien zu dem architektonischen Verfahren für den Neubau aufweist. Es trifft diese Arbeit für den Ostflügel präziser als Beispiele von Rekonstruktionen wie jene von Dülgast in München. Paul Klee hat um 1920 ein Bild seines Künstlerfreundes Franz Marc in 1913 ergänzt. Er war während des Ersten Weltkriegs, gestorben ist während der Ersten Weltkriegs. Paul Klee hat in der rechten Bildhälfte, Paul Klee hat in 1920 ein Bild seines Künstlerfreundes Franz Marc von 1913 ergänzt, das während des Ersten Weltkrieges in der rechten Bildhälfte durch Löschwascher zerstört worden ist. So. Es hat die fehlenden Teile auf der rechten Seite in einer anderen Art und bunt und in dunkler Tonalität nachgemalt. Klee hat die Wirkung des Gemäldes so wiedergewonnen, ohne zu vertuschen, dass das Werk teilzerstört war. Diese Inszenierung der Rekonstruktion konfrontiert radikal die beiden widersprüchlichen Ansprüche von Museum und Forschung. Ergebnis ist ein Bauwerk, dessen Oberflächen, die Modulation der Architektur, das Ziegelmauerwerk, die Fugen, den Sandstein, den Steinschnitt und die Gewänder mit Genauigkeit aufnimmt und weiterträgt. Ein Bauwerk aber auch mit einer homogenen Hülle aus Kunststein ohne eine Fensteröffnung. Silikonabdrücke wurden in den originalen Fassaden genommen und ausgegossen.
Und die entstandenen Betonfertigteile wurden an die Stelle, die nicht mehr vorhandenen Fassadenbestandteile gesetzt. Die Fragmente der weitgehend zerstörten Gebäudehülle und die Ergänzungen in Beton bilden zusammen der neue Fassade. Das Gesamtbild des Flügels bleibt von der Geschichte gezeichnet, seiner Zerstörung und seiner Erneuerung. Für den Wiederaufbau des Ostflügels gibt es in der Architektur eine wegweisende Referenz. Unter alle Gebäuderekonstruktionen nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa ragt ein Meisterwerk hervor. Die Rekonstruktion der alten Pinakothek in München von Leo von Klenze durch Hans Dülgast in den 50er Jahren. Die Spuren des Kriegs sind an der Außenfassade belassen. Die neuen Teile sind archaisch roh ausgeführt. Mit Ausnahme einer neuen Treppe entspricht die wiederaufgebaute Pinakothek der früheren Fassung. Diese Wirkung der neuen Teile haben wir bei dem Wiederaufbau des Ostflügels auch angestrebt. Darüber hinaus gibt es jedoch Unterschiede, ja sogar gegensätzliche Vorstellungen. Dülgast lässt die neuen Teile in ihrem rohen, unvollendeten Zustand verharren. Dieser ist ein schmerzhafter Ausdruck einer Verantwortung, die Geschichte nicht zu überformen, die in den Zerstörungen des Bauwerks Niederschlag gefunden hat. Die Geste des Verzichts, den Wiederaufbau zu Ende zu führen, schließt die Möglichkeit der Vollendung ein. An diesem Punkt unterscheidet sich die Wiederaufbau des Museums in Berlin. Trotz der archaisch anmutenden Fassung der in Beton gegossenen Fassade geht es nicht um einen unvollendeten, belassenen Zustand der früheren Fassung des Bauwerks. Das neue Bauwerk handelt vielmehr von dem alten Bauwerk an gleicher Stelle, indem es dieses bis zu den profilierten Holzstäben in Beton nachzeichnet. Es verweigert die Rekonstruktion des früheren Bauwerks nicht. Es schließt sich aus. Deshalb ist die Wirkung auch sehr unterschiedlich. In München führt der Blick in die Konstruktion, die rohbelassene Wände aus Ziegel, obgleich einfacher, scheinen weniger abstrakt als das originale, streng klassizistische Gefüge. In der aus Beton gegossene Wand ist die Konstruktion des Bauwerks, seine ursprüngliche Materialität und Fügung bedeutungslos geworden. Deshalb wohl die leise, verstörende Wirkung der neuen Fassade. Sie erinnert an surrealistischen Verfahren in den bildenden Kunst, beispielsweise an Frontage von Max Ernst, Zeichnungen auf Papier, die durchgerieben sind und so die Kanten des darunter gelegenen Gegenstands abbilden. Tatsächlich haben wir als Architekten einmal keine Fassade entworfen. Allein das Verfahren hat das Gestalt des neu aufgebauten Ostflügels ergeben. Dankeschön.